Herzlichen Dank, Frau Doktorin Weingessel, dass Sie zu uns in den Blinden- und Sehbehindertenverband gekommen sind und in unsere Typ 1 Diabetesgruppe, die natürlich heute auch vom Thema her offen wäre, auch für Menschen mit Typ 2 Diabetes. Schäden am Auge sind eine doch nicht ganz so wenig häufige Begleiterkrankung, Folgeerkrankung des Diabetes. Und jetzt bitte ich Sie um Ihren Vortrag. Sehr gerne, danke auch für die Einladung. Also ich habe auch nicht den Vortrag jetzt speziell auf Typ 1 Diabetes ausgerichtet, sondern auf beide Arten des Diabetes und möchte Ihnen ein bisschen näher bringen. Erstens einmal so ein bisschen das klinische Bild und dann auch, was können wir tun und was können auch Sie dazu beitragen. Es ist mir bewusst, dass viele von Ihnen die Bilder jetzt nicht wirklich gut erkennen können, deswegen werde ich auch einiges dazu erzählen, aber die Augenheilkunde ist halt ein sehr visuelles Fach und da sind wir sehr darauf angewiesen, auch in klinischen Bildern, tatsächlich in Bildern zu denken und zu diskutieren. Was ich eben heute ein bisschen abklären und mit Ihnen besprechen möchte, ist einerseits, ich werde auch immer wieder die Fachausdrücke verwenden, weil es ja auch bei Ihnen dann in einem Befund zum Beispiel drinnen stehen kann, dass man dann weiß, wovon ist denn überhaupt die Rede. Also man unterscheidet ganz grundsätzlich die diabetische Retinopathie, also die Netzhauterkrankung per se, vom diabetischen Makulaödem, also der Schwellung der Netzhautmitte. Wir kommen noch zu all diesen Begriffen etwas genauer. Und wie gesagt, zuerst einmal eine kurze Einleitung, worum geht's überhaupt? Wie sehen dann diese diabetischen Veränderungen im Auge selber aus? Auch da werde ich Sie mit ein paar Fachbegriffen bewerfen, einfach, dass Sie ungefähr einordnen können in Ihrem Befund, was bedeutet das, wenn das dort steht? Wie diagnostizieren wir das Ganze? Die meisten von Ihnen werden das kennen und werden schon bei einem Augenarzt in Untersuchung oder auch in Behandlung gewesen sein. Und was können wir tun? Zuallererst muss man sich einmal überlegen, wie häufig ist denn das Ganze? Zuckerkrankheit ist der häufigste Erblindungsgrund in der arbeitenden Bevölkerung. Also bei 20- bis 65-Jährigen ist das der häufigste Grund, dass Patienten erblinden. Und das ist natürlich etwas ganz Dramatisches, weil die mitten im Arbeitsalltag stehen, mitten im Leben stehen, Familien zu versorgen haben. Also das gilt es unbedingt zu verhindern. Es ist leider auch in Europa noch immer nicht selten, dass Patienten an Zuckerveränderungen im Auge wirklich erblinden. Also man rechnet mit ungefähr 1,5 bis 2 Patienten pro 100.000, die tatsächlich dann erblinden. Und leider haben sie als Diabetiker ein deutlich höheres Risiko zu erblinden als die Nicht-Diabetiker. Das Risiko ist nämlich 25-fach erhöht. Und ganz besonders abhängig ist das Ganze von der Diabetesdauer. Sie können noch so gut eingestellt sein, irgendwann ist es meistens nicht zu verhindern, dass irgendwelche Veränderungen kommen. Aber jetzt die gute Nachricht, Sie können es deutlich hinauszögern. Je besser die Einstellung vom Diabetes ist, desto länger kann man mit minimalen Veränderungen leben oder Veränderungen, die das Sehen auch gar nicht nachhaltig beeinflussen. Es ist jetzt hier eine Grafik eingeblendet, die so ein bisschen darstellt, wie sich das mit der Diabetesdauer verhält und den Veränderungen, die dann kommen. Und da sieht man, dass ein ganz steiler Anstieg dieser Kurve zwischen dem 5. und dem 10. Jahr der Diabetesdauer ist. Also da beginnt es bei den meisten Patienten, dass man schon ein bisschen Vorstufen sieht. Und so nach 10, spätestens 15 Jahre ist das Risiko, dass wirklich auch sehbeeinträchtigte Veränderungen da sind. Und so nach 20 Jahren Diabetesdauer, gerade bei Typ 1 Diabetikern, kommt es dann zu Gefäßneubildungen, die wir eben unbedingt verhindern wollen, weil es dadurch wirklich zu Problemen kommt. Aber auf das gehen wir dann auch noch im Einzelnen ein. Hier hätte ich dann eingeblendet ein Foto von einem Augenhintergrund. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ungefähr eine Vorstellung hat, wie es Ihnen in einem Auge ausschaut. Aber wir haben ja den großen Vorteil, wenn wir in ein Auge hineinschauen, wir können uns die lebenden Gefäße ansehen. Wir sehen wirklich das Pulsieren der Gefäße. Wir können auf die Gefäßsituation im ganzen Körper wirklich zurückschließen. Und wenn man eben mit verschiedensten Geräten in das Auge hineinsieht, sieht man den roten Hintergrund der Netzhaut. Das ist ja die innerste Schicht, die das Auge auskleidet, so wie eine Tapete muss man sich das vorstellen. Die besteht aus Nervenfasern und ist eben die wichtigste Schicht, die wir im Auge haben, weil die sammelt die gesamten Informationen, die in das Auge hineinkommen und schickt sie dann über den Sehnerven in Richtung Gehirn, wo es dann zu einem Bild verarbeitet wird.
Und wenn wir da hineinschauen, sehen wir eine gelbe Scheibe, das ist der Beginn vom Sehnerven und aus dieser gelben Scheibe kommen dann rot die Gefäße hinaus und diese Gefäße interessieren uns beim Diabetes ganz besonders. Also wie gesagt, lebende Gefäße, auf die wir schauen können und wir sind oft die Ersten, die wirklich Veränderungen wahrnehmen können, sei das jetzt durch die Zuckerkrankheit oder auch durch einen hohen Blutdruck oder durch hohe Blutfette. Und der Augenarzt ist dann der, der den Patienten vielleicht auch das erste Mal zum Internisten schickt und sagt, bitte Ihre Gefäße schauen nicht normal aus, lassen Sie sich das anschauen, ich vermute eben eine schwerwiegende internistische Erkrankung dahinter. Also von dem her ist der Besuch beim Augenarzt auch alleine deswegen wichtig, um vielleicht schon Frühstadien zu entdecken. Und man muss leider davon ausgehen, wenn Gefäße am Augenhintergrund schon krankhaft verändert sind, sind dies leider auch in der Niere, in den Füßen zum Beispiel. Also Sie kennen ja alle die Probleme, die ein Zuckerkranker dann hat mit den Gefäßveränderungen, dass das ja bei weitem sich nicht nur auf das Auge beschränkt, sondern verschiedene Organe befallen kann. Wenn wir auf diesen Augenhintergrund jetzt nochmal draufschauen, also hier im Bild links, die gelbe Scheibe ist wie gesagt der Sehnerv und dann sieht man noch so ein bisschen glitzernden, auch rund ungefähr von der Größe wie der Sehnerv, ein Areal, das uns auch nochmal ganz besonders interessiert, das ist der Bereich der Makula, also die Stelle vom schärfsten Sehen, der sogenannte gelbe Fleck. Diese Stelle brauchen wir, um lesen zu können, um Gesichter zu erkennen. Wenn es da zu Problemen kommt, kommt es sehr, sehr schnell zu einer Sehverschlechterung. Also das bemerken die Patienten wirklich schon sehr frühzeitig. Und wenn wir eben das Auge anschauen, achten wir besonders auf die Makula und auf die Gefäße und natürlich wird die gesamte Netzhaut dann untersucht. Das ist der Grund auch, warum man beim Augenarzt in verschiedene Richtungen blicken muss. Das Auge ist ja sozusagen eine Kugel und wenn wir da ins Innere hineinschauen, müssen Sie sozusagen als Patient ein bisschen mithelfen, damit wir möglichst alle Ecken dieser Kugel auch wirklich untersuchen können. Als erstes möchte ich jetzt zur diabetischen Retinopathie kommen, das heißt der Veränderungen insgesamt an der Netzhaut. Die diabetische Retinopathie ist eben eher eine Spätfolge von der Zuckerkrankheit. Wir wissen, der Zucker verändert besonders die kleinen Blutgefäße und wie wir schon gesagt haben, der Augenhintergrund ist ein Spiegel für die anderen Gefäße des Körpers, die wir eben nicht so einfach uns anschauen können. Auch hier wäre noch einmal eine Abbildung von einem Auge sozusagen im Querschnitt und da sieht man die innerste Schicht, die Netzhaut, die wir uns vorher schon im Bild anschauen konnten. Gut, was passiert jetzt beim Zucker? Der Zucker verändert eben die kleinen Gefäße an der Netzhaut, die sogenannten Kapillaren. Und da gibt es zwei Varianten, was er anstellen kann. Das eine ist, dass er dazu führt, dass sich kleine Gefäße verschließen und sozusagen verstopfen. Das kann einerseits dazu führen, dass es zu einem Kurzschluss zwischen Arterie und Vene als Versuch, das Ganze zu heilen, kommt. Und das zweite, was wir eben sehr fürchten, ist, dass es zu Gefäßneubildungen kommt. Warum ist das so? Das Auge sagt, oje, da ist keine Durchblutung mehr, Gefäß ist zu, ich brauche Sauerstoff, Sauerstoff kommt über das Blut hin. Reaktion des Körpers ist, er schüttet Wachstumsfaktoren aus und sagt, hallo, Hilfe, hier herrscht Sauerstoffnot, ich muss ein neues Gefäß bilden. Klingt von der Idee her sehr gut, ist aber leider von der Ausführung her nicht so gut, weil wir eben Erwachsene sind und ein Gefäß, das sich im Erwachsenenkörper bildet, bei weitem nicht so gut von der Qualität ist, wie das, das im Mutterleib gebildet wird. Und diese Gefäße machen uns Probleme. Diese Gefäße können Flüssigkeit ausschwitzen, diese Gefäße können zum Bluten anfangen und in letzter Konsequenz ziehen diese Gefäße die Netzhaut von der Unterlage hinunter und führen zu einer Netzhautablösung. Das zweite Problem an den zuckerveränderten Gefäßen ist, dass sie insgesamt durchlässiger sind und eben Flüssigkeit ausschwitzen und es zu Ödembildung kommt. Sie müssen sich's vorstellen wie ein Gartenschlauch, der zu lange in der Sonne gelegen ist. Das meiste vom Wasser geht durch den Gartenschlauch noch durch, aber es sickert so langsam auch ein bisschen Flüssigkeit in die Wiese hinein, was an und für sich nicht dramatisch ist, aber wenn das Ausmaß größer ist, haben Sie zumindest einen deutlichen Wasserverlust, den Sie nicht brauchen. Beim Auge ist die Entwicklung leider eine dramatische. Dort, wo Schwellung ist, ist das Sehen natürlich verschlechtert. Hier wäre jetzt eine Animation zu sehen, sozusagen der normale Augenhintergrund mit Zufuhr von Zucker und noch mehr Zucker und noch mehr Zucker und wie sich diese Gefäße verändern. Ich möchte jetzt ganz kurz mit Ihnen diese verschiedenen Gefäßveränderungen durchgehen, damit Sie eben diese Begriffe schon einmal gehört haben. Also, bei der diabetischen Retinopathie, der Netzhauterkrankung, gibt es vier verschiedene Stadien.
Da gibt es einerseits einmal das sogenannte nicht-proliferative Stadium, also wo es noch nicht zu Gefäßneubildungen gekommen ist, zu unterscheiden vom vierten Stadium, dem schwersten Stadium, der proliferativen Retinopathie, wo eben schon Gefäßneubildungen aufgetreten sind. Und dieses nicht-proliferative Stadium wird noch einmal in drei Untergruppen eingeteilt, zwischen mild, moderat und schwer. Also das heißt, wenn Sie einen Befund vom Augenarzt haben, wird dort irgendetwas in der Form stehen. Moderate nicht-proliferative Retinopathie rechtes Auge, proliferative Retinopathie linkes Auge beispielsweise. Das beschreibt den Zustand der Netzhaut. Und wie kommen wir zu der Einteilung? Je nachdem, was wir am Augenhintergrund für Veränderungen sehen. Eben im Frühstadium der sogenannten milden, nicht-proliferativen Retinopathie gibt es als erste Stufe einmal Mikroaneurysmen, heißt das Ganze. Mikroaneurysmen sind winzig kleine Gefäßerweiterungen, die am Augenhintergrund als kleine rote Punkte erscheinen. Nur für die Vorstellung, die sind so circa 10 bis 100 Mikrometer im Durchmesser. Also beim Auge spricht man immer von Mikrometer. Für uns ist ein Millimeter schon ein riesiges Areal. Also wir bewegen uns eben im Zehntelmillimeterbereich. Also hier würde man eben so kleine punktförmige Erweiterungen sehen. Das ist aber etwas, was man bei einem schnellen Blick ins Auge durchaus übersehen könnte. Also das sind Minimalveränderungen, wo Sie als Patient noch gar nichts merken. Wenn die Wände von den Gefäßen dann stärker geschwächt sind, kann es dazu kommen, dass diese Gefäße platzen. So wie man sich halt anschlägt und einen blauen Fleck bekommt, kann das auch an den Netzhautgefäßen passieren. Gefäß platzt und es kommt zu einer Blutung am Augenhintergrund wie ein kleiner blauer Fleck. Das ist dann schon besser zu sehen. Da ist dann schon ein Zeichen, dass es diesen Gefäßen wirklich nicht gut geht. Also da müsste man dann schon eingreifen und den Patienten, so er nicht schon in Behandlung ist, auf jeden Fall schon zum Internisten schicken, um das abklären zu lassen. Es ist kein ganz spezifisches Zeichen. Also es kann ein Patient auch einmal mit so einem Befund kommen und es ist gar kein Zucker im Hintergrund, sondern es ist zum Beispiel ein hoher Blutdruck. Aber es zeigt uns auf jeden Fall, den Gefäßen geht es nicht gut. Da ist irgendein internistisches Problem im Gang. Und das Dritte, was man im Frühstadium auch schon sehen kann, sind sogenannte harte Exudate. Das ist ein Begriff, den Sie vielleicht auch schon einmal gehört haben. Das sind Fett- und Eiweißablagerungen, die wie gelbe kleine, im Prinzip wie Wachsspritzer, muss man sich vorstellen, ausschauen. Da ist einfach ein Zeichen, dass immer wieder mal Flüssigkeit aus den Gefäßen ausgeschwitzt wurden. Und das sehen wir eben, wenn wir diese sogenannten harten Exudate im Augenhintergrund sehen, da wissen wir, ohne eine weitere Diagnostik, dahinter ist ein Gefäß, wo Flüssigkeit austritt, weil sonst würden sich diese Eiweißablagerungen dort nicht bilden. Und das ist oft wirklich rund um dieses Gefäß, das ein Problem hat, wo man schon sehr gut sieht, dort in der Mitte von diesen Gefäßausschwitzungen ist das krankhafte Gefäß. Wenn der Zucker dann leider weiter fortschreitet, zu einem schwierigeren Stadium oder einem schwereren Stadium kommt, kommen noch ein paar Veränderungen dazu. Und je nachdem wird es dann eben in moderat bzw. in schwer eingeteilt. Was können wir noch zusätzlich sehen? Das eine sind sogenannte Cotton-Wool-Herde, also Cotton-Wool wie die Baumwolle. Das sieht wirklich aus, wie wenn dort irgendjemand eine Baumwolle auf den Augenhintergrund gelegt hätte. Das ist ein Zeichen für kleine Gefäßverschlüsse. Also im Prinzip so wie ein Mini-Schlaganfall, weil Netzhaut ist ja Nervengewebe, aber eben auch wieder im Mikrometerbereich ein Schlaganfall, wo ein verschlossenes Gefäß ist und weil dahinter keine Versorgung mehr stattfindet, schwellen diese Nervenfasern an. Das nennt sich eben Cotton-Wool-Herde, weil es halt aus dem Englischen kommt. Dann sieht man häufig noch Erweiterungen und Schlängelungen von den Venen, das ist auch jetzt eher ein unspezifisches Zeichen, was bei einem hohen Blutdruck auch vorkommen kann, wo man aber merkt, das Blut fließt dort nicht gut durch, das kann nicht gut abfließen, die Netzhaut plagt sich insgesamt. Also bei zunehmender Verschlechterung der Gefäßsituation tritt das auch auf. Und dann gibt es noch den sogenannten Begriff der Irmas, falls Sie den schon einmal gelesen haben in einem Befund. Das bedeutet, Sie können es gleich auch wieder vergessen, intraretinale mikrovaskuläre Abnormalitäten, wo soll das heißen? Es kommt schon zu Gefäßneubildungen, also abnormen Gefäßen im Bereich der Netzhautschichten selber. Also noch keine wirklichen Gefäßneubildungen, aber es ist kurz davor. Also das ist das Stadium, wo sozusagen der letzte Punkt ist, wo man noch wirklich gut was tun kann, bevor es zu diesen gefürchteten Gefäßneubildungen kommt.
Also sobald man das sieht, ist wirklich höchste Eisenbahn, dass man mit einer Behandlung auch startet. Und da sind dann am Augenhintergrund kommen natürlich all diese Veränderungen gemeinsam vor, schon schwerwiegende Veränderungen zu sehen. Und dann das vierte Stadium, das schlechteste Stadium sozusagen, ist die sogenannte proliferative diabetische Retinopathie. Wie wir schon gesagt haben, schlechte Blutversorgung führt zu einem Sauerstoffmangel. Das Auge versucht das Ganze zu heilen, schüttet eben wachstumsfördernde Faktoren aus, die insofern gut wirken, weil sich eben neue Gefäße bilden. Diese neuen Gefäße heißen auch Neovaskularisationen. Auch das ist ein Begriff, den man immer wieder in Befunden liest. Und wie gesagt, diese Gefäße sind schwach, sie bluten leicht und es kann zu Komplikationen kommen, wie einer Glaskörperblutung oder eben auch einer Netzhautablösung. Und diese Gefäße, hier sind noch ein paar Bilder vom Augenhintergrund, die wachsen wirklich baumartig in das Innere des Auges hinein. Also wenn Sie sich nochmal den Bau des Auges überlegen, Kugel, innerste Schicht ist die Netzhaut und das Auge ist ja auch mit etwas ausgefüllt. Das ist der sogenannte Glaskörper, der den Hohlraum des Auges ausfüllt. Der Glaskörper ist von der Konsistenz her mit einem Eiklar vergleichbar. Und der ist sozusagen wie ein Stoßdämpfer im Auge. Der muss natürlich durchsichtig sein, sonst würde ja das Licht nicht bis zur Netzhaut kommen. Und ist aber keine große Barriere. Also wenn Gefäße zum Wachsen anfangen, fangen die in diesen Glaskörper hineinzuwachsen an. Und das kann manchmal wirklich wie ein kleines Bäumchen ausschauen, das einem entgegenwächst und in den Glaskörper hineinwächst. Und das sieht man bei so ausgeprägten Fällen, wie sie hier im Bild sind, schon am klinischen Bild. Wenn man sich nicht ganz so sicher ist, kann man eine Farbstoffuntersuchung machen, eine sogenannte Fluoreszenzangiographie. Erkläre ich Ihnen nachher noch ein bisschen genauer, wo man eben diese krankhaften Gefäße noch einmal besser darstellen kann. Da wäre jetzt ein Bild, wo verschiedenste von diesen Veränderungen da sind. Also das ist wirklich ein schwerer Augenbefund. Und hier sind dann noch einmal so bäumchenartig wachsende Gefäße. Und hier eine ausgeprägtere Blutung, schon eine beginnende Netzhautablösung. Hier wäre dann eine Animation, wie merkt ein Patient, dass er eine Glaskörperblutung hat? Ich weiß nicht, vielleicht ist einer von Ihnen ohnehin schon betroffen gewesen von einer Glaskörperblutung. Also hier ist der Blick auf Schönbrunn dargestellt, netter Sonntagsausflug mit der Familie und plötzlich merkt man, von unten steigt so ein komischer Mückenschwarm, Nebel, wie ein Rußregen, wird ganz unterschiedlich von den Patienten berichtet. Und der steigt dann von unten auf. Warum ist das so? Blut wird natürlich von oben nach unten schwerkraftsgemäß nach unten sich verteilen, aber das Auge dreht das Bild ja um. Also wahrnehmen tut man es in den meisten Fällen von unten nach oben aufsteigend. Und dann kommt sehr stark darauf an, wie viel Blut ist das. Also wir haben Patienten, die das sehr genau schon sagen können, da brauchen wir gar keine Untersuchungen, kommen mit ihrem Befund und sagen, ich weiß, es hat wieder so und so viel hineingeblutet. Kann sein von, ich sehe ein bisschen Schlieren, ich sehe ein bisschen Mückern, bis ich sehe auf diesem Auge gar nichts mehr. Wenn da eine massive Blutung ist, dann kommt es wirklich dazu, dass man von einem sehr guten Sehvermögen plötzlich auf gerade mal, ich sehe noch eine Handbewegung oder ich sehe noch eine Lichtwahrnehmung. Und das ist typischerweise das Problem beim Typ 1 Diabetes, typischerweise das Problem bei jüngeren Diabetikern. Das war jetzt einmal so ein bisschen ein Überblick über die diabetische Retinopathie, also die Veränderungen, die an der Netzhaut auftreten können. Jetzt komme ich ein bisschen zu den Veränderungen, die das Sehzentrum selbst, die Makula betreffen, also das diabetische Makulaödem. Tritt auch bei beiden Arten von Diabetes auf, ist typischerweise aber eher das Anfangssymptom beim Typ 2 Diabetes. Also man kann so ganz grob sagen, der Typ 1 Diabetiker bekommt eher die Proliferationen und hat oft noch ein sehr, sehr gutes Sehvermögen und merkt gar nicht, dass da irgendeine Gefahr in Verzug ist. Und der Typ 2 Diabetiker entwickelt früher diese Schwellung an der Netzhautmitte und merkt deshalb auch früher die Sehverschlechterung. Und das ist eben so ein bisschen das Gemeine beim Typ 1 Diabetes, dass man oft erst bei fortgeschrittenen Veränderungen draufkommt. Gut, was ist das diabetische Makulaödem? Es kommt eben zu einem Austritt von Gewebsflüssigkeiten im Bereich des Sehzentrums. Und auch da, es ist leider sehr häufig, muss man sagen, abhängig von dem, wie lang man schon Diabetiker ist und wie alt man ist, wenn der Diabetes beginnt. Aber es betrifft schlussendlich doch jeden vierten Typ 1 Diabetiker und jeden sechsten Typ 2 Diabetiker. Also es ist wirklich häufig.
Und das Problem ist, das ist wirklich der Grund für die Sehverschlechterung beim Diabetiker, der häufigste. Weil die Hälfte aller Patienten erleidet dann doch einen Sehverlust von 2 oder mehr Zeilen. Das heißt, wenn man eben beim Augenarzt diese Sehprobentafel hat, sieht man dann aufgrund dieser Schwellung der Netzhaut dann um 2 Zeilen nur größere Buchstaben, als man es gesehen hat, bevor diese Schwellung aufgetreten ist. Hier ist jetzt auch noch einmal dargestellt, wie schaut das Ganze im klinischen Bild aus. Im Prinzip, man kann es schon sehr gut erkennen, wenn man auf den Augenhintergrund schaut. Da haben wir wieder Dinge, die wir vorher gerade besprochen haben, harte Exudate, also diese Eiweißausschwitzungen als Zeichen, dass da länger bestehend Flüssigkeit ist. Blutungen sehen wir und das Ganze eben zentriert auf diesen Makulabereich, also im Zentrum des Auges. Und dann gibt's auch da schon abgebildet, auf das kommen wir dann bei der Diagnosestellung, verschiedene Apparate, die viele von Ihnen kennen werden. Das eine ist die sogenannte optische Kohärenztomographie. Die macht mehr oder weniger eine Querschnittsuntersuchung der Netzhaut. Das Ganze geht innerhalb von wenigen Sekunden und völlig berührungs- und schmerzfrei und ist inzwischen von der Qualität wirklich so gut, wie wenn wir einen histologischen Schnitt von der Netzhaut anlegen würden. Und da sieht man eben sehr gut die Flüssigkeitseinlagerungen und kann auch da wirklich Mikrometerveränderungen sehen, dass man sagt, aha, beim letzten Mal war es um 20 Mikrometer mehr geschwollen oder weniger geschwollen, die Netzhaut. Und die zweite Untersuchung, die man hin und wieder auch braucht, ist wieder diese Farbstoffuntersuchung, die Fluoreszenzangiografie. Hier wäre jetzt dann eine Animation von, wie empfindet der Patient diese Netzhautschwellung. Das Ganze ist natürlich im Zeitraffer, das geht Gott sei Dank nicht so schnell. Bemerken tut man es besonders an geraden Linien, also dass plötzlich ein Türstock zum Beispiel verbogen ist oder beim Lesen irgendwie die Zeilen durcheinander kommen. Das ist der Blick auf die Donau-Universität in Krems und eben speziell im Zentrum beginnen dann diese Zeilen oder diese geraden Linien verschwommen zu sein, ein bisschen verbogen zu sein, nicht mehr klar wahrnehmbar zu sein. Rundherum kann das Sehen völlig unbeeinflusst bleiben. Aber das Problem ist, ich brauche ja das Netzhautzentrum, um lesen zu können, um Gesichter erkennen zu können, um wirklich kleine Dinge erkennen zu können und meiner Arbeit nachzugehen. Und wenn das eben ein Patient ist, der irgendeine feine Arbeit hat, also einer meiner Patienten ist zum Beispiel jemand, der in einem Labor arbeitet und irgendwelche Apparate genau ablesen muss, da ist dann natürlich ein Problem, wenn er nicht mehr optimal sieht. Wie kommen wir jetzt auf das Ganze und was können wir dagegen tun? Also Diagnose und Behandlung. Wie gesagt, Untersuchung des Augenhintergrund ist einmal das erste und einfachste. Man nimmt sich eine Lupe, schaut an der Spaltlampe auf den Augenhintergrund bei erweiterter Pupille und kann mit einer gewissen klinischen Erfahrung schon sehr viel bestimmen, in welchem Stadium dieses Auge ist, ob da jetzt schon Gefahr im Verzug ist, ob ein Handlungsbedarf da ist. Heutzutage hat man aber Gott sei Dank auch noch zusätzliche Instrumente, mit denen man das Auge noch viel, viel genauer untersuchen kann, als man das vielleicht vor 20 Jahren noch konnte. Und wir können die Therapie damit natürlich auch viel, viel genauer überwachen, als es allein vom klinischen Blick ist. Was man eigentlich heutzutage bei jeder Kontrolle machen sollte oder auch durchführt, ist eben diese optische Kohärenztomographie, das OCT. Also da schauen Sie, wie gesagt, in einen Apparat hinein. Die meisten haben dann irgendwelche zappelnden Linien oder Lichter. In unserem Fall sind es blaue Linien, auf die man drauf schaut. Und das Gerät tastet dann berührungsfrei die Netzhautmitte ab und stellt eben dann einen Querschnitt der Netzhaut dar. Und hier im Bild sieht man links, so sollte eine normale Netzhautmitte ausschauen und rechts das Bild von einem diabetischen Makuloödem, wo man eben diese Flüssigkeitseinlagerung so als kleine Blasen in der Netzhaut erkennen kann. Und das reicht üblicherweise aus, um eben ein Makuloödem zu diagnostizieren und dann auch die Therapie zu kontrollieren und zu entscheiden, sind weitere Behandlungen notwendig oder nicht. Der Riesenvorteil von dieser Untersuchung ist, erstens, sie geht sehr schnell, zweitens, sie tut nicht weh und drittens, sie können die Bilder unmittelbar miteinander vergleichen. Das Gerät ist inzwischen so gescheit, das erkennt genau, selbst wenn der Patient ein bisschen anders schaut,
Die Stelle habe ich das letzte Mal untersucht, dann untersucht er die Stelle neuerlich und stellt wirklich Vergleichsbilder dar. Und wir können uns dann wie auf einer Landkarte anschauen, aha, hier war das letzte Mal die Schwellung, wie schaut es denn heute aus? Und das zeigt uns eben Mikrometer genau, ob das zugenommen oder abgenommen hat. Zweite Methode, die vor, sagen wir mal, 15 Jahren noch der Goldstandard war, weil einfach diese OCD-Geräte noch nicht so gut entwickelt waren, war die Fluoreszenzangiografie. Auch das ist an und für sich keine sehr komplizierte Untersuchung, Gott sei Dank auch nicht sehr unangenehm. Der einzige Nachteil für sie ist, man muss eine Nadel setzen, um über die Vene einen Farbstoff zu spritzen. Viele haben dann ein bisschen Angst und sagen, Kontrastmittel und das weiß ich nicht, ob ich das vertrage oder da war schon mal was und da fürchte ich mich. Es ist eben kein wirkliches Kontrastmittel, es ist ein Farbstoff, der sehr, sehr gut verträglich ist. Ganz, ganz selten, also in weniger als einem Promille kommt es tatsächlich zu irgendwelchen allergischen Nebenwirkungen. Manchmal fühlt man am Beginn der Untersuchung so ganz kurz ein bisschen ein Übelkeitsgefühl, aber bei den meisten Patienten, die spüren überhaupt nichts. Das Einzige, wo man ein bisschen darauf achten muss, wenn das jetzt Zuckerkranke sind, die auch eine sehr schlechte Niere haben, dieser Farbstoff wird über die Niere abgebaut, dass man da dann eine geringere Dosis gibt. Und, was vielleicht manche stört, es kann sein, dass Urin und Haut kurzfristig ein bisschen gelb gefärbt sind. Was ist der Sinn von der Untersuchung? Warum machen wir das? Einerseits können wir damit die Netzhautmitte noch einmal besser untersuchen. Es werden eben Fotos in so ungefähr 20 Sekunden Abständen gemacht über den Zeitraum von 3 bis 5 Minuten. Und da sieht man sehr schön, wie sich der Farbstoff in den Gefäßen verteilt und wo die lecken Stellen sind und wo Flüssigkeit austritt. Und damit kann man eben sehr gut sich auch das Makulaödem, also den Bereich des Sehzentrums anschauen und sieht dort ganz genau, ob da ein Flüssigkeitsaustritt ist oder nicht. Und das Zweite, wofür wir es tatsächlich immer noch brauchen, ist bei der proliferativen diabetischen Retinopathie, also dann, wenn es schon zu Gefäßneubildungen, zu Neovaskularisationen gekommen ist. Da sieht man dann eben am Anfang sie noch nicht ganz so gut angefärbt. Man kann sie in diesem Bild schon andeutungsweise erkennen, aber wenn der Farbstoff dann etwas länger durch diese Gefäße durchfließt, sieht man, wie sich das anreichert in den Gefäßen, die hier eben krankhaft verändert sind und wie es da auch zu einem Austritt von Flüssigkeit kommt. Also da kann man sehr genau, selbst wenn man es klinisch nicht sehen kann, sagen, hier sind neu gebildete Gefäße, da müssen wir noch weiter therapieren. Und was man auch sehr gut sieht mit der Farbstoffuntersuchung, wo sind vielleicht Areale, die gar nicht mehr durchblutet sind, also wo eine Ischämie ist. Das merkt der Patient auch nicht unbedingt, weil, wie gesagt, Auge ist eine Kugel, die Kugel innen ist von der Netzhaut ausgekleidet, aber man braucht eigentlich nur einen Bruchteil der Netzhaut, um wirklich gut sehen zu können. Am Rand, da merken Sie vielleicht ein bisschen für Bewegungswahrnehmung oder so aus dem Augenwinkel heraus, da ist irgendwas, aber da fällt Ihnen nicht auf, ob Sie da vielleicht schlechter sehen oder nicht. Und das sehen wir eben bei der Farbstoffuntersuchung, sind hier Bereiche, die gar nicht mehr durchblutet sind. Und diese Bereiche muss man dann behandeln, damit die anderen Bereiche mehr Sauerstoff zur Verfügung haben und sich diese Gefäße gar nicht erst bilden oder wenn schon welche da sind, wieder zurückbilden können. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Behandlung. Was können wir tun, wenn solche Veränderungen auftreten? Ganz wichtig und in erster Linie ist die Behandlung der systemischen Faktoren. Also das sind Faktoren, die Ihre Prognose wirklich beeinflussen und wo es davon abhängt, wird die Zuckerkrankheit schlechter oder wird die Zuckerkrankheit besser. In ganz erster Linie steht natürlich eine schlechte Blutzuckerkontrolle, die Probleme machen kann. Deswegen fragen wir auch immer nach dem HbA1c-Wert. Da kann man ungefähr sich den Verlauf anschauen. Der entspricht wirklich sehr häufig, wenn der Patient sagt, ich war jetzt zum Beispiel krank, bin operiert worden, also der Zucker war ein bisschen durcheinander, dann können wir das mit ein bisschen so 6 bis 8 Wochen danach die Verschlechterungen im Augenhintergrund auch schon sehen. Und genauso geht es Gott sei Dank in die andere Richtung. Wenn der Blutzucker sich verbessert, können diese Veränderungen auch von selbst wieder zurückgehen. Also das ist wirklich das Um und Auf.
was wir den Patienten immer sagen, solange der Blutzucker nicht gut unter Kontrolle ist, können wir behandeln, was wir wollen. Wir laufen immer nur hinterher und bearbeiten halt irgendwelche Veränderungen, die sich da gerade aktuell zeigen, aber wir werden es nie ganz in den Griff bekommen. Also solange der Zucker nicht passt, ist das immer nur Schadensbegrenzung, die man machen kann. Weitere Rolle, das wird Ihnen bekannt sein, ist natürlich ein hoher Blutdruck, hohe Blutfette, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel spielt eine Rolle. Der diabetische Nierenschaden, auch das weiß man leider, wenn die Niere schon sehr geschädigt ist, ist es meistens auch sehr schwer, die Netzhautveränderungen zu behandeln. Und eine Blutarmut, eine Anämie kann das Ganze auch nochmal verschlechtern. Und ein ganz eigener Punkt, gerade beim Typ-1-Diabetes, ist die Schwangerschaft. Schwangerschaft führt natürlich zu massiven Veränderungen im Körper, führt auch zu massiven Blutzuckerschwankungen und kann wirklich dramatische Veränderungen auch am Augenhintergrund hervorrufen. Und da sind uns auch ein bisschen die Hände mit der Behandlung gebunden. Also da gilt es dann einfach, über die Monate der Schwangerschaft gut drüber zu kommen, ohne dass es wirklich nachhaltige Probleme gibt. Und ganz wichtig, dass eben junge Frauen, die Typ-1-Diabetiker sind und die planen, schwanger zu werden oder die eben schon schwanger sind, dass die wissen, bitte zum Augenarzt gehen. Es ist wichtig, dass die wirklich engmaschig kontrolliert werden. Gut, wenn das einmal alles gut eingestellt ist, was haben wir noch in unserem Werkzeugkasten? Was können wir als Augenärzte tun? Da gibt's einmal die Laserbehandlung. Laserbehandlung, auch das war die einzige Behandlung, die man bis vor so 15 Jahren ungefähr machen konnte. Die ist ein bisschen zurückgedrängt worden, aber wo sie immer noch einen festen Platz hat, ist die Behandlung der Retinopathie, also die Behandlung der Netzhautveränderungen, die eben dann zum proliferativen Stadium führen, zu diesen Gefäßneubildungen. Und was ist die Idee, was man bei dem ganzen Lasern hat? Wie schon gesagt, es gibt dann Bereiche, die einfach nicht mehr durchblutet sind, die ohnehin keine Funktion mehr haben, die aber dem Körper Signale aussenden, bitte baue neue Gefäße. Und was wir jetzt mit diesem Laser versuchen zu erreichen, ist, dass man diese Areale in ein Narbenareal umwandelt. Also es klingt ganz brutal und es ist eigentlich auch so. Also das ist quasi eine Mini-Amputation von Arealen, die man nicht braucht zum Sehen, um einen Sauerstoff den Gefäßen wieder zur Verfügung zu stellen und den Netzhautarealen zur Verfügung zu stellen, die man für Sehen auch noch brauchen kann. Das ist die sogenannte panretinale Laserkoagulation, also über die gesamte Netzhaut panretinal. Und da werden dann vom Durchmesser her so 200 Mikrometer groß lauter kleine Laserherde nebeneinander gesetzt, um eben diese Areale in eine Narbe umzuwandeln. Es ist nicht ganz angenehm, man spürt manchmal so ein bisschen Nadelstiche und es sind leider relativ viel solche kleinen Laserschusseln notwendig. Also zumindest 1000 Stück braucht man, damit man einen Effekt hat, eher Richtung 2000. Das hängt dann sehr von den Veränderungen vom Auge selbst ab. Und das macht man meistens in so 3 bis 4 Sitzungen, dass der Patient eben mehrfach kommt und dass man schaut, dass man pro Behandlung so zwischen 300 und 500 Schüssen macht. Manche Patienten halten das wunderbar aus. Das ist im Prinzip nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist das Ganze schon passiert. Auch da sitzt man an einer Spaltlampe, bekommt so eine Linse aufs Auge drauf und manche spüren leider die Schüsse. Also da ist halt dann 250 oder 300 Mal ein Stichel wie mit einer Nadel. Das ist natürlich nicht angenehm. Aber es zahlt sich leider Gottes aus, weil das Risiko, dass es in dieses Auge hineinblutet und dass es wirklich zu einer schweren Sehverlust kommt, reduziert man eben in den nächsten 2 Jahren um 50%. Also man hat zwar 4-mal eine unangenehme Behandlung, aber man kauft sich doch eine gewisse Sicherheit ein. Und der Laser hat Gott sei Dank einen Langzeiteffekt. Wenn da mal diese Gefäße zur Ruhe gekommen sind, dann hat man oft wirklich jahrelang keine Probleme mehr. Da ist abgebildet, wie das eben dann ausschaut, wenn so eine Linse aufs Auge aufgesetzt wird und am Augenhintergrund kann man das dann erkennen, dass da lauter kleine gelbe Punkte nebeneinander sind, so in einem hübschen Muster, die, wenn sie dann vernarben, ein bisschen schwarze Ränder bekommen. Also das sind eben Laserherde auf einer Netzhaut drauf. Was kann man noch tun? Man kann Medikamente direkt in das Auge hineinspritzen. Wobei da eben in den letzten Jahren diese Anti-VEGF aufgekommen sind
Und das Ganze wird in den Glaskörper hineingespritzt. Also intravitreale Injektion, vitreus ist der Glaskörper und Sie spritzen es in den Glaskörper hinein, also intravitreal. Abgekürzt wird das Ganze als IVOM. Also wenn irgendwo steht Behandlung, IVOM rechtes Auge, bedeutet das, dass eine Injektion mit einem Medikament in den Glaskörper hinein geplant ist. Also IVOM kommt vom intravitreale, operative Medikamentenapplikation. Und eben das, was jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, sind diese Antikörper gegen den Wachstumsfaktor. Also das hat uns schon sehr in der Therapie geholfen. Früher, so vor 10, 15 Jahren, ist mit Cortison gespritzt worden. Auch das bringt schon etwas. Wobei Cortison sind immer die Diabetiker, hoch, da geht mein Zucker nach oben. Gott sei Dank, bei einer Anwendung, die nur am Auge ist, ist das kein Problem. Ja, also der Zucker bleibt soweit stabil. Das, was eher ein Problem ist, dass der Augendruck relativ häufig ansteigt, wenn man Cortison spritzt und dass es zu einer fortschreitenden Linsentrübung, also der Ausbildung von einem grauen Star kommen kann. Also das sind sozusagen die einschneidenden Dinge, die beim Auge beim Cortison passieren können, warum man das jetzt nicht mehr so häufig gibt. In manchen Fällen ist aber das Cortison trotzdem das, was dann besser nutzt. Das, was heutzutage gegeben wird, sind eben diese Anti-VEGF. VEGF ist die Abkürzung für den Wachstumsfaktor und Anti-VEGF, also Antikörper gegen diesen Wachstumsfaktor. Und damit gaukelt man dem Auge eigentlich vor, alles ist gut, du brauchst keine Substanzen mehr ausschütten, die eben zu Gefäßneubildungen führen, die dann diese Proliferationen machen. Und das Zweite, was diese Medikamente tun können, die Gefäßdurchlässigkeit reduzieren. Also die dichten sozusagen die Gefäße ab und damit kann sich dann das Makuloödem, diese zentrale Netzhautschwellung, auch wieder zurückbilden. Da gibt es mehrere Präparate. Das schon lang am Markt ist das Lucentis, das war das erste, das zugelassen worden ist am Markt. Parallel dazu ist das Avastin gekommen. Das Avastin ist mehr oder weniger der Papa vom Lucentis. Also das ist der ganze Antikörper und das Lucentis ist nur ein Stückerl von dem Antikörper. Aber es ist ein und derselbe Antikörper. Das Problem, das es mit dem Avastin gibt, es ist auch ein und dieselbe Firma. Und das Lucentis ist dann zugelassen worden und ist am Anfang zu 1000 Euro pro Stück verkauft worden. Und das Avastin kennt man schon viel länger. Das Avastin kommt aus der Krebstherapie. Das wird eben seit Jahren erfolgreich, besonders bei Dickdarm und bei Brustkrebs gegeben. Und damit war aber klar, das wird keine Zulassung bekommen. Und Avastin ist bis heute eigentlich für das Auge nicht zugelassen, wird aber international und auch in Österreich am häufigsten gegeben, weil es einfach viel, viel billiger ist. Also das Lucentis ist jetzt bei einem Preis von so um die 300 Euro pro Injektion und das Avastin so bei 15 Euro. Also da ist ganz klar, dass da schon ein ökonomischer Faktor auch dahinter steckt und natürlich Krankenhausträger und so sehr auch interessiert sind, dass man ein Avastin gibt. Und ich muss sagen, aus der Erfahrung raus, sie wirken gleich gut. Sie wirken gleich gut, sie sind auch von den Studien nicht, dass das eine mehr Schwierigkeiten macht oder Komplikationen macht als das andere. Von der Verträglichkeit sind sie sehr vergleichbar. Man muss nur den Patienten aufklären und sagen, das ist nicht zugelassen, aber es ist millionenfach schon initiiert worden und sehr gut verträglich, Gott sei Dank, und wirkt auch wirklich gut. Was es jetzt seit 2-3 Jahren ungefähr gibt, ist das Eylea. Das Eylea ist sehr ähnlich zum Lucentis, läuft momentan dem Lucentis ein bisschen den Rang ab, kostet auch ungefähr gleich viel. Und was neu ist seit letztem Jahr, ist das Beovu. Das Beovu setzt ein bisschen anders an, vom Grundprinzip ist es gleich. Auch das, was neu ist, kostet natürlich gleich einmal noch mehr. Also da sind wir jetzt derzeit bei 800 Euro pro Injektion ungefähr. Und da ist eine Riesenindustrie dahinter, weil die wissen klarerweise, es gibt viele, viele Leute, die es brauchen. Es ist ja nicht nur für den Diabetes, sondern es ist auch für die altersbedingte Netzhautverkalkung. Es wird auch bei Schwellungen nach Gefäßverschlüssen gegeben. Also da gibt es inzwischen viele Behandlungen, wo es gebraucht wird. Und es ist fast nicht mehr in den Griff zu bekommen, wie viele Patienten das alles brauchen. Weil der Nachteil an dem Ganzen ist, es ist die Wirkung eine sehr beschränkte. Das baut sich schnell im Körper wieder ab. Und
aber Stil und Lucentis wirken ungefähr für 4 Wochen. Dann muss man es wieder nachgeben. Elea ist vielleicht, dass es mal eine 5. oder eine 6. Woche wirkt. Und beim Beovu hofft man derzeit, dass es bis zu 8 Wochen wirkt. Aber worauf alle händeringend warten, ist ein Medikament, das vielleicht einmal für 12 Wochen auch wirkt. Oder noch länger wirkt. Weil es ist zermürbend für die Patienten, wenn sie wissen, sie kommen im Monatsabstand, müssen es kontrolliert werden. Dann sagt man im Monatsabstand, oje, wir brauchen doch wieder eine Injektion. Dann wird die Injektion gegeben. Also das ist sicher noch nicht die Endlösung vom Ganzen. Aber derzeit die beste Variante, die wir haben, und hat die Behandlung schon deutlich verbessert. Also damit schaffen wir wirklich, schwere Sehverluste zu verhindern, wenn das regelmäßig gegeben wird. Wir schaffen wirklich auch wieder Sehverbesserungen. Also im Vergleich zu jetzt vor 15, 20 Jahren ist das schon ein Meilenstein, der sich da gezeigt hat. Und aber natürlich für die Patienten, also man sieht da ein Bild, wie das aussieht, wenn die Injektion ins Auge hineingegeben wird. Es ist eine ganz, ganz dünne Nadel. Da gibt es eben, wenn man sich das gut mit einem Zirkel anzeichnet, Stellen, wo es gefahrlos gegeben werden kann. Die meisten Patienten sagen, sie spüren fast gar nichts. Manche Patienten sagen, ja, das Stechen ist schon unangenehm und wenn man halt häufig kommen muss, ist es auch unangenehm. Aber für die meisten Patienten, das ist schon so Gewohnheit, die sagen, ja, ich bin jetzt da bei der 27. Spritze und das erschüttert die wenig. Aber natürlich würden wir uns alle wünschen, es gäbe eine Behandlung, die seltener gegeben werden muss oder wenn sie schon ein paar Mal gegeben werden muss, irgendwann dann einmal abschließend wirkt und nicht nur eine kurzfristige Lösung ist. Und was dann so ganz am Ende unserer Möglichkeiten steht, wenn sowohl die Spritzen als auch die Laserbehandlungen nichts wirken, ist ein Glaskörpereingriff, ein Netzhauteingriff, eine sogenannte Vitrektomie. Wie gesagt, Vitreus ist der Glaskörper und Ektomie bedeutet immer, man nimmt was raus. Also in dem Fall nimmt man den Glaskörper bei einer Vitrektomie raus. Und dieser Eingriff spielt eben eine Rolle bei wirklich den schweren Komplikationen, wo nichts mehr anderes nützt. Also Glaskörperblutungen, die sich eben nicht von selber auflösen. Normalerweise gibt man dem Auge doch ein paar Wochen Zeit, weil im Prinzip eine Glaskörperblutung wie ein blauer Fleck sich von selber auflösen kann, wenn sie nicht zu ausgeprägt ist. Man kann am Anfang bei einer Glaskörperblutung eben auch versuchen, diese gefäßabdichtenden Injektionen zu geben, aber wenn sich so nach 4 bis 6 Wochen gar nichts tut, wird man doch eine Operation vorschlagen. Und wo man es wirklich braucht, ist, wenn durch diese Gefäßneubildungen die Netzhaut von der Unterlage runtergezogen wird, also eine Netzhautablösung aufgetreten ist. Wie muss man sich das Ganze jetzt vorstellen? Im Prinzip ist das ein mikrochirurgischer Eingriff, ähnlich wie eine Kniearthroskopie oder eine Bauchspiegelung, aber das Ganze halt in viel, viel kleiner. Da werden 3 Zugänge am Rand von der Hornhaut angelegt ins Auge hinein. Ein Zugang ist eine Infusion, dass das Auge stabil gehalten wird während der Operation. Und über die 2 anderen Zugänge, wobei bei Zugängen sprechen wir von 2 mm kleinen Schnitten, also die sind später für den Patienten fast nicht merkbar und für uns nach ein paar Wochen auch nicht mehr sichtbar. Über diese anderen 2 Zugänge geht man einerseits mit einem Licht in das Auge hinein und mit dem zweiten Zugang kann man dann mit verschiedenen Instrumenten, also ein Schneideinstrument, ein Sauginstrument, das den Glaskörper dann entfernen kann, Pinzetten, wenn man von der Netzhaut irgendwelche Membranen, die sich gebildet haben, hinunterziehen muss. Man kann mit Laser behandeln, also da hat man dann verschiedenste Möglichkeiten, aber es ist halt schon ein relativ aufwendiger Eingriff, der üblicherweise in Narkose durchgeführt wird, weil er schon so 1, 1,5 Stunden dauert und es für den Patienten einfach angenehmer ist, wenn er dabei schläft und sich nicht konzentrieren muss, dass er wirklich das Auge schön ruhig hält, weil jeder Wackler natürlich, wenn man unter dem Mikroskop das Ganze mehrfach vergrößert anschaut, dann schwierig ist. Und da sind eben noch Bilder abgebildet von Augen, so wie wir sie nicht sehen wollen, also wo die Gefäße in den Glaskörper hineingewachsen sind, wo sie die Netzhaut von der Unterlage abgezogen haben. Da sind eben wirklich nur schadensbegrenzende Eingriffe dann noch möglich, wo man versucht, diese Verwachsungen zu lösen, die Netzhaut wieder zur Anlage zu bringen, mit Laser das Ganze versucht zu stabilisieren. Bei dieser Operation wird man sicher dann auch einen von diesen Wachstumsfaktoren, also Avastin oder Lucentis oder Elea spritzen, damit das Auge zur Ruhe kommt. Und das eben sind zum Beispiel Augen, die man dann am Ende der Operation mit einem Öl füllen muss, damit das Auge über ein paar Monate stabilisiert bleibt und sich beruhigen kann.
Also das sind sozusagen die Eingriffe, die wir vermeiden wollen, aber die immer wieder notwendig sind. Und zusammenfassend kann man sagen, der beste Schutz vor Sehverlust ist die Früherkennung der diabetischen Veränderungen. Wichtig zu wissen, auch für Sie als Patienten und Patientinnen, ist, dass es schon Zuckerveränderungen im Auge geben kann, ohne dass Sie selber noch was merken. Und gerade beim Typ 1 Diabetes, wo es eben zu diesen Gefäßneubildungen kommen kann, die können schon recht ausgeprägt sein, ohne dass Sie was davon merken. Also wichtig ist es, mindestens einmal jährlich bitte zum Augenarzt gehen. Und sobald der Augenarzt dann feststellt, dass es schon Veränderungen gibt, da gibt es dann ganz genaue Schemata, bei welchem Stadium, wie häufig die Kontrollen sind, sind dann Kontrollen nach 6 Monaten oder vielleicht sogar nach 3 Monaten notwendig. Und wie gesagt, wenn wir dann einmal am Behandeln sind, sind es eigentlich dann monatliche oder 6-wöchentliche Kontrollen, die wir zumindest brauchen. Also Sie können viel dazu beitragen, dass es gar nicht so weit kommt, dass man eben diese vielen Kontrollen und Behandlungen brauchen, indem man schon die Frühstadien behandelt, weil damit können wir es oft dann das Ganze noch stoppen. Und bitte gehen Sie einmal im jährlich zum Augenarzt. Wir haben ja Gott sei Dank hier im Haus auch einen wunderbaren Augenarzt. Ja, also solche Augen wollen wir vermeiden, dass es zu ganz so starken Veränderungen kommt. Und wie gesagt, Augenarzt soll bitte draufschauen. Sobald der Augenarzt sagt, es gehört eine Behandlung, dann gerne auch zu uns in die Ambulanz schicken, damit wir uns anschauen, was können wir am besten tun, um diese Veränderungen wieder in Begriff zu bekommen. Gut, vielen Dank. Ich bedanke mich mit einem sehr schönen orangegelben Blumenstrauß. Vielen herzlichen Dank. Und wichtig für alle Leute mit Diabetes, gehen Sie zumindest einmal im Jahr zum Augenarzt, zur Augenärztin.